Was braucht man eigentlich, um mit seiner Stimme Geld zu verdienen, um mit Videos Geld zu verdienen? Diese Frage wurde mir gestellt unter dem Video, was ich hier gemacht hatte, zu dem Thema 850 Euro pro Monat verdienen mit deiner Stimme. Und da wurde mir eben die Frage gestellt, kann man im Prinzip hier vielleicht mal empfehlen, was eine Minimalausstattung wäre, wie man so eine Dienstleistung abhalten kann? Hier hatte ich über das Thema, wie gesagt, Geld verdienen mit der Stimme gesprochen. Also wie kann ich im Prinzip, welche Mikrofone brauche ich, um mir eben hier auf Plattformen wie Voices.com oder ACX eben Geld zu verdienen. Und gerne nehme ich mich dieser Frage einfach mal an und werde heute euch einmal zeigen, wie könnt ihr einerseits, wenn ihr mit eurer Stimme Geld verdienen wollt, aber wenn ihr auch eben mit Videos Geld verdienen möchtet, Online-Kurse, wenn ihr YouTube selber machen möchtet, oder ihr wollt eben ja mit eurer Stimme einfach nur Geld verdienen. Ich werde euch einfach mal komplett zeigen, was ich so an Technik nutze, was ihr so an Equipment nutzen könnt und auch ein paar günstigere Alternativen vielleicht aufzeigen, weil ich habe bestimmt nicht die günstigste Technik jetzt drin. Das ist auch, muss aber überhaupt nicht sein, dass es das so teuer gehalten wird. Man kann es auch viel, viel vernünftiger machen. Und genau deswegen werde ich euch das einfach mal zeigen. Mein Name ist Bastian Dierst und auf dem Kanal hier geht es eben ums Thema Geld verdienen und damit das Geld sinnvoll möglichst zu investieren und zu nutzen. Und jetzt fangen wir auch an. Ich zeige euch einfach mal das Equipment, was ihr braucht. Erstmal, um Geld zu verdienen mit eurer Stimme. Generell, um einfach vernünftig Audio aufnehmen zu können. Ich selber nutze dafür das Rode NT-USB-Mikrofon. Steht gerade neben mir, spreche ich gerade rein, genau den Ton hört ihr gerade. Ist einfach, ja, Rode ist halt Rode, wie man es ausspricht, ist natürlich eine der größten und bekanntesten Firmen, wenn es ums Thema Mikrofone geht. Das ist jetzt eben der Vorteil bei dem Mikrofon hier, man kann es per USB direkt mit dem PPC verbinden. Die größeren Mikrofone natürlich, die kann man sich, könnte man sich auch holen. Ich hatte früher mal das Rode NT1A, wo man eben dann Mischpult und Klinkenkabel und sowas reinpacken musste, mit XLR-Kabeln verbinden. Das ist alles ein bisschen aufwendiger, dann habt ihr halt auch noch viel mehr Technik und viel mehr Kabelei auf dem Tisch stehen. Das ist jetzt, wenn ihr einfach als Freelancer Geld verdienen möchtet mit eurer Stimme oder auch wenn ihr jetzt eben solche Videos machen möchtet, wie ich auf YouTube, Online-Kurse aufnehmen, wie auch immer, absolut nicht notwendig. Da reicht euch vollkommen so ein USB, ja, Mikrofon und das ist eben auch gar nicht so teuer. 144 Euro ist für so eine gute Qualität, die es wirklich hat, absolut vertretbar. Man sieht auch hier so ein bisschen 11.400 mit 4,5 Sternen. Also, das ist ein ziemlich beliebtes Mikrofon, was euch gut Dienste erweist. Es gibt auch noch andere Mikrofone. Das Blue Yeti zum Beispiel ist einer der beliebtesten Mikrofone, auch in dem Bereich. Ist sogar, soweit ich weiß, sogar noch ein Ticken günstiger. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich nutze halt, wie gesagt, das hier jetzt schon seit einiger Zeit und bin sehr, sehr zufrieden. Haben wir übrigens unseren Podcast, den wir auch noch haben mit meinem Geschäftspartner zusammen, habe ich auch damit aufgenommen. Da haben wir dann noch zwei im Büro stehen. Von diesen NT-USB-Mikrofonen. Und genau, deswegen, die leisten gute Dienste und die kann ich absolut empfehlen. Die machen einen sehr, sehr sauberen, sehr, sehr guten Klang. Und ich muss so gut wie gar nichts weiter bearbeiten, später in einer Verarbeitungssoftware, zum Beispiel in Videos. Also eine super Sache. Dann Video. Okay, jetzt haben wir Audio geklärt. Jetzt muss man natürlich auch noch eine gute Videokamera im Prinzip empfehlen. Und da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe sehr, sehr viel rumprobiert, auch gerade mit dem Thema Greenscreen, weil ich habe hinter mir ja einen Greenscreen, deswegen bin ich hier gerade transparent im Video zu sehen. Und da muss man immer ein bisschen gucken, okay, welche Kamera kann das gut nutzen mit dem Greenscreen, wie leuchtet man das Ganze aus und so weiter. Ich habe mich dann irgendwann jetzt tatsächlich dafür entschieden, eben so eine etwas teure Kamera zu holen, und zwar die Sony Vlogkamera ZV-1. Und die ist eben jetzt auch gerade, mit der ich aufnehme. Die ist per USB auch jetzt an meinem PC, an meinem MacBook, ich nehme also am MacBook auf, verbunden. Da ist ein kleiner Adapter dran am MacBook und da sind eben, wie gesagt, das Rode NT1 USB dran, das Mikrofon und eben auch per USB jetzt eben diese Sony-Kamera. Und das alles mache ich dann über die Software OBS. Ja, das ist eine kostenlose Plattform. Da können diese ganzen Ressourcen, Mikrofon und Kamera, alle einmal einspeisen und dann eine sogenannte Szene entwickeln. Und mit dieser Szene nehme ich eben gerade auf, die hängt sich bei mir YouTube. Und dann wird eben einmal mal das Bild aufgenommen über die Sony-Kamera und eben, wie gesagt, der Ton über das Rode Mikrofon. So, das ist aber eine teure Variante, die müsst ihr so nicht fahren. Es geht auch günstiger, wenn ihr zum Beispiel euch so etwas hier holt, einfach eine Webcam draufpackt auf eurem PC. Da ist zum Beispiel die Logitech Streamcam eine ganz gute Alternative. Es gibt auch noch eine Elgato Streamcam. Die ist ein bisschen teurer noch, aber auch eine ganz gute Wahl. Wie gesagt, ich habe damals einiges aus probiert und für mich hat dann eben diese Kamera hier den besten, das natürlich die beste Qualität geliefert, weil ich auch abseits eben von YouTube und Greenscreen-Aufnahmen auch noch andere Aufnahmen mache und da hat sich das einfach geeignet, sehr, sehr gut angeboten, dass ich eben mit dieser Kamera hergegangen bin. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht 700 Euro ausgeben, um ein vernünftiges Bild zu haben. Es reicht doch 80, 90 Euro auszugeben oder knapp 100 Euro auszugeben und habt dann eben auch eine Webcam, die euch auch sehr, sehr gute Dienste leisten kann. So, und jetzt ist die Frage:
Was ist mit dem Thema Beleuchtung? Weil wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte auch so ein Greenscreen-Beleuchtung haben oder nicht mal unbedingt ein Greenscreen, aber ihr müsst halt generell darauf achten, wenn ihr ein gutes Bild wollt, dann müsst ihr meistens auch dafür sorgen, dass eure Videos gut ausgeleuchtet sind. Und das macht ihr mit Softboxen. Ja, da habe ich mal hier einfach irgendwelche Softboxen von Amazon auch reingepackt. Übrigens, das sind keine Affiliate-Links. Die Links kriegt ihr auch in der Videobeschreibung rein. Da habe ich jetzt keinen Affiliate-Partner-Link irgendwie draus gemacht. Was soll's? Das kriegt ihr einfach auch so hin. Aber ihr könnt auch einfach nur, ihr seht es hier, geht auf Amazon drin und googelt dann die jeweiligen entsprechenden Sachen, die ich hier eingegeben habe. Oben, das kriegt ihr auch ohne mich hin, ohne meine Affiliate-Links. So, genau. Das heißt also hier Softboxen, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um eure Bilder, euer Videobild gut auszuleuchten. Die kann ich euch absolut empfehlen. Mindestens mal zwei Stück, wenn nicht eher drei. Ich habe ein bisschen anderes Setup. Ich nutze zwei Softboxen und nochmal zwei LED-Panels. Die LED-Panels leuchten nur mein Greenscreen hinter mir aus und die Softboxen kommen von oben auf mich drauf, dass ich eben auch noch gut ausgeleuchtet bin. Da müssen wir ein bisschen mit rumspielen. Da habe ich am Anfang auch ein bisschen mit rumgespielt, gerade mit einem Greenscreen-Aufnahme. Bis man die Beleuchtung mal so hat, dass alles gut passt. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich und sieht dann einfach gut aus. So, und wenn wir schon vom Thema Greenscreen sprechen, das ist der Greenscreen, den ich nutze. Das ist der Elgato Greenscreen. Ja, auch hier wieder, das muss nicht unbedingt der sein. Der ist ja auch vergleichsweise relativ teuer mit 144, 145 Euro. Es gibt natürlich auch Alternativen, wo ihr einfach so, ja, so Lappen habt. Das ist so große Tücher, die dann eben grün gefärbt sind. Funktionieren auch sehr gut, habe ich früher auch mal mit aufgenommen. Der hier hat einfach diesen Vorteil. Ich finde ihn sehr praktisch, weil ich ihn einfach hoch und runter ziehen kann. Ich kann also so ein bisschen ja, den Platz quasi wieder nutzen, den ein bisschen portabler halten und so weiter. Aber wie gesagt, das muss nicht der sein. Und ich habe euch mal noch eine günstigere Alternative jetzt zu Softboxen, zu mehreren Softboxen und diesem Elgato Greenscreen vorgezeigt. Und zwar wäre das zum Beispiel so etwas hier, wenn man sagt, okay, ich investiere jetzt einmal in komplette Beleuchtung und Greenscreen auf einmal. Hier hat man sogar noch White- und Blackscreen dabei, Aufbewahrungssachen oder noch so ein paar, ja, Sachen, die man eher für Fotos braucht. Das braucht ihr jetzt eigentlich nicht wirklich, aber das hier ist jetzt zum Beispiel gerade bei 190 Euro ein sehr, sehr vernünftiges Angebot, finde ich, auf Amazon. Da hättet ihr eben Beleuchtung und Greenscreen in einem. Dann macht er vielleicht noch die Logitech-Kamera hier für knapp 100 Euro und hole ich noch so ein Rode NT-USB. Dann seid ihr bei so um die 300-400 Euro an Equipment. Ja, ich weiß, das ist nicht viel, es ist nicht gerade wenig. Ihr könnt auch noch viel günstiger sein. Dann aber vielleicht müsst ihr einfach mal auf das Thema Greenscreen erstmal verzichten oder ihr versucht es einfach wirklich erstmal mit gebrauchten Sachen, auch zum Beispiel auf eBay zum Beispiel zu holen, wie auch immer. Wichtig ist nur, gerade wenn ihr Videos macht, muss Ton und Bild halt sehr, sehr gut sein. Und wenn ihr nur jetzt eben Geld verdienen wollt, wie ich es ja in dem Video hier gezeigt hatte mit dem Ton, spart nie an Mikrofon. Das ist mir ganz wichtig. Also ich sag mal an Webcams und so weiter und Greenscreen, ja oder nein, da könnt ihr am Anfang noch ein bisschen sparen, aber spart bitte niemals an der Audioqualität, weil Menschen schalten ab, wenn es schlechte Audioqualität ist in YouTube-Videos. Und wenn ihr als Freelancer euch listen lasst auf voices.com und so weiter, dann muss die Audioqualität perfekt sein und dann müsst ihr es mal mindestens so ein Mikrofon hier sein, wenn nicht sogar noch ein bisschen fortgeschritten, meiner Meinung nach. Aber damit könnt ihr schon einiges machen. Deswegen, das hier würde ich auf jeden Fall als Must-Have-Investition ansehen. Wie gesagt, schaut euch mal das Blue Yeti-Mikrofon an, das wäre noch eine Alternative. Genau, und dann könnt ihr nach und nach auch eure Technik immer weiter aufstufen, upgraden, bis ihr dann irgendwann auch da so gesagt, okay, jetzt habe ich zwar schon ein paar Hunderte, vielleicht noch ein paar Tausend Euro für mein Setup ausgegeben, aber ihr wisst dann eben, es lohnt sich. Wie gesagt, investiert das Geld, aber bitte auch, wenn es sich lohnt. Also wenn ihr wisst, okay, ich verdiene mein Geld damit, eben Videos zu machen, Kurse zu produzieren, als Freelancer zu arbeiten in diesen Dingen, dann müsst ihr natürlich in euer Arbeitsgeld investieren, dann lohnt es sich. Kauft euch sowieso nicht alles am Anfang, wenn ihr noch gar nichts im Prinzip habt und macht. Das ist ganz wichtig. Geht da einfach vernünftig mit dran. Das soll es gewesen sein. Einfach eine kurze Zusammenfassung, weil ihr gefragt habt, was für ein Equipment nutze ich. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn ihr ein paar interessante deutsche Plattformen haben möchtet, auf denen ihr sehr, sehr gutes Geld verdienen könnt, mit und ohne Equipment, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einen entsprechenden Link dagelassen. Ansonsten hoffentlich hat es gefallen. Daumen hoch, wenn es so ist. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.